So, und da sind wir auch schon wieder in unserer Stadt Bad Frankenhausen. In der letzten Folge haben wir ja noch ein bisschen Erweiterungen gemacht. Wir haben Buslinien gemacht in den anderen Städten. Und heute werden wir mal schauen, weil in Bad Wildbad fehlt uns noch eine Buslinie. Die werden wir jetzt dann erstmal schnell einrichten. Dazu tun wir jetzt erstmal hier noch ein paar Straßen verbinden, damit wir mit unseren Bussen eine schöne Tour hinbekommen. Der zweite Vorteil von diesen Straßen, die wir hier anlegen, ist, dass die Einwohner dann gleich mit Häusern bauen an diesen Straßen anfangen. Hier würde ich mal sagen, nehmen wir eine kleine Straße rein, so eine kleine verkehrsberuhigte Zone. Ja, die gefällt mir noch nicht so gut. Wir brauchen ein bisschen mehr Platz für Häuser, also machen wir mal den Bogen ein bisschen größer. Ja, dann fangen wir an mit der Buslinie. Da würde ich sagen, schauen wir mal, wie wir die Buslinie am besten legen, dass wir den Ich würde Wendekreis sagen, wieder am äußersten Ende der Stadt hinsetzen. Ich denke mal, das machen wir hier am besten. So, da brauchen wir schon mal den Wendekreis hin, dann brauchen wir noch unser Busdepot bzw. Fahrzeugdepot, da kommen ja auch andere Fahrzeuge raus, nicht nur Busse. Na, hier schreibt er hin, die Krümmung ist zu groß, aber der Abstand ist mir jetzt zu groß vom Wendeplatz. Dann schauen wir mal hier, da auch Kollision mit Terrain. Dann nehmen wir doch die Seite hier. So, genau. Dann brauchen wir wieder Bushaltestellen. Verteilen wir jetzt wieder ein bisschen in der Stadt. Wir fangen ja am Bahnhof an. Ich sagen, fahren wir oben rum. So, und gegenüberliegend, weil wir machen ja eine Buslinie mit Wendekreis. Also fährt der Bus dann auch auf der gleichen Linie wieder zurück, nur eben auf der anderen Straßenseite. Dann würde ich mal sagen, fahren wir hier ein bisschen darüber. Dann vielleicht dort an die Ecke. Dann in unsere Stadtmitte. So, und dann nehmen wir am besten noch unsere neue Straßenzugdemo, wo wir hier gemacht haben. Oder binden wir den später erst ein? Wir binden ihn später ein. Wir machen gleich mal die Linie. Den neuen Straßenzug können wir ja immer noch einbinden, wenn es soweit ist. So, die Farbe machen wir grünlich. Wir versuchen mal unsere Linien grünlich zu halten. Die Postlinien machen wir gelb. So, dann tun wir mal die Haltestellen hinzufügen. Wir fangen wieder am Bahnhof an. Dann würde ich sagen, fahren wir hier hoch. Dann fahren wir hier hin. Dann machen wir eine kleine Schleife. Na, wo ist die Haltestelle? Da ist sie. Dann fahren wir hier rüber. Dann fahren wir hier rechts. Und dann geht schon ab zum Wendekreis. Und das gleiche wieder zurück. Nur auf der gegenüberliegenden Seite. So hier. Dann da. Dann hier. Na, wo ist die Haltestelle? Hier. Dann hoch zur Poststraße. So, dann die Gartenstraße. Und die 1 ist ja automatisch dann der Bahnhof. Da, wo schon übrigens jede Menge Leute stehen, sieht man den kleinen gelben Männchen am Bahnhof. So, dann brauchen wir natürlich Fahrzeuge. Was haben wir denn hier? Ach, Beschreibung. Na.
Wie geht's weg? So, dann nehmen wir mal wieder 5, 6 Busse. Wir nehmen natürlich die Postbusse. Andere Busse gibt es leider noch nicht. Sobald neue kommen, werden wir sie mal austauschen. 5, 6. 6 müssten reichen. Den müssen wir jetzt einer Linie zuordnen. Hoppala, falsch gedrückt. Die Linie 1. Die müssen wir noch umbenennen. Bei uns heißen die ja Postlinien. Nee, Bus. Bad Wild, Bad Bus 100 bekommt die als Name. Unten sieht man schon die Busse rausrollen. Der erste fährt schon zu unserem Wendebogen. Bad Wild, Bad Bus 100. Da machen wir die Farbe noch anders. Ah, habe ich gesehen, da ist ein Fehler. Die Farbe haben wir ja schon grün gemacht. So, hier müssen wir noch die Farbe ändern vom Zug, weil wir machen ja nur die Postbeförderung gelb, wie in echt auch. So, dann haben wir die nächste Buslinie. Ich würde mal sagen, hier bei unserer Postlinie, Postkutschenlinie in Glashütten, da schauen wir mal, wir haben doch letztens mal gesehen, dass wir einen neuen LKW gekriegt haben für Postladungen. Da werden wir vielleicht mal bei Gelegenheit die Postkutsche austauschen. So, wie viele Leute haben wir denn? Ui, 54, die wohl schon warten. Schauen wir mal, wie es in Glashütte aussieht. Tun wir jetzt auf jeden Fall mal das Postauto tauschen. Da kaufen wir am besten gleich zwei. Die Postkutsche tun wir dann ersetzen. Weil wenn wir schon Autos haben, dann können wir Autos fahren lassen. Wo ist denn die Postkutsche? 46 Pakete, Briefe liegen parat. Paar Briefkästen haben wir ja auch verteilt. Hier oben steht einer. Na, wo ist er? Da ist ja der Briefkasten. Da werden ja die Pakete bzw. die Briefe hingebracht. Hier drüben müssten wir auch noch irgendwo einen haben. Da ist er, glaube ich. Jo. Fehlt uns hier oben noch ein Briefkasten, weil die oberen Häuser wurden nicht abgedeckt. Setzen wir mal nur einen hin hier oben. Dann ändern wir die Linie noch ein bisschen ab, dass der hier oben auch angebunden wird. Dann müssen wir hier noch den einen Postkasten hinzufügen. Den machen wir am besten nach der Parkstraße rein. Jetzt da ist es. Dann haben wir auch einen schönen Kringel um unsere Stadt, wo die Post befördert wird. Jetzt tauschen wir dann bloß noch die Postkutsche aus. Die schicken wir ins Depot und lassen sie im Depot auch gleich verkaufen. Wir haben ja zwei Post-LKWs, die wo erstens mehr befördern und zweitens auch ein bisschen schneller fahren. Ja, hier warten auch, oh, hier warten auch viele, 70, da wird es Zeit, dass wir bald mal einen zweiten Zug brauchen. Da fährt der Zug, wie ist der ausgelastet? Oh, der ist voll mit 70 Passagieren. Ja, da brauchen wir bestimmt bald mal einen zweiten Zug. Am besten machen wir das gleich. Halten wir mal an. Dann tun wir mal schnell den Zug bestellen, damit wir sie ungefähr zeitgleich losfahren lassen können, wenn der eine in Glashütte ankommt, dass der andere hier in Bad Frankenhausen losfährt. Ja, bestellen wir gleich mal. Hängen wir gleich Wagen dran. Aber ich sehe gerade, unser Geld wird knapp. Entschuldigung, ein bisschen erkältet. Erhöhen wir mal unseren Kredit auf 25 Millionen und kaufen dann 5 Waggons. So. Dann haben wir 5 Waggons gekauft, die weisen wir gleich der Linie zu. Ja, und dann kriegt er seine neue Zugnummer.
die RB 102. So, dann schauen wir mal, müssen wir die Simulation wieder starten. Jetzt warten wir, bis der obere Zug in Glashütte angekommen ist. Der untere Zug fährt jetzt Richtung Frankenhausen Bahnsteig. Jo, müssen wir noch ein bisschen warten. Tut mir leid, dass ihr jetzt kein Hintergrundgeräusche hört vom Spiel. Hat bei der Aufnahme irgendwie nicht geklappt. Habe ich leider erst zu spät bemerkt, nachdem ich die Folgen schon abgeschlossen hatte. So, jetzt müsste dann der obere Zug bald in Glashütte sein. Dann tun wir den unteren Zug anhalten so lang, damit die ungefähr zeitgleich starten und sich auf der Strecke dann kreuzen. Man sieht ja an den Männchen in Glashütte, dass ganz schön viele Passagiere warten. Die werden wahrscheinlich mit dem Zug gar nicht mitkommen. So, jetzt ist er angekommen. Jetzt starten wir den unteren auch wieder. So, stoppen wir noch mal kurz. Na, oder? Der untere wartet sowieso. Ja, der obere ist natürlich wieder voll ausgelastet. Der untere auch. Mit 24, mit einem Drittel voll. So, beide fahren gleichzeitig los. Dann kreuzen sie sich irgendwo auf der Strecke. Vermutlich in Bad Wildheim. Hier wird fleißig gebaut. Was wird denn gebaut? Ein Wohnhaus. Was wird drüben gebaut? Auch ein Wohnhaus. Das heißt, da wird es dann bald vom Passagieren nur so wimmeln. So, ja, sieht gut aus. Ja, da warten jetzt fast keine Passagiere mehr. Allerdings haben wir eine schlechte Routenanbindung an Passagiere, Fracht. So, aber jetzt geht es dann mal weiter. Ich möchte ja von Bad Frankenhausen, das soll ja so ein kleiner Knotenpunkt werden, noch hier in Richtung Bergheim. Und dann später noch weiter hinaus nach Elstra, beziehungsweise vielleicht vom Bergheim aus nochmal eine Abzweigung in die zwei Städte da am Fluss. Hier unten werden wir mal schauen, wie wir das weitermachen dann. Ich habe ja schon Vorbereitungen getroffen, indem ich hier einfach verlängertes Stück gelassen habe schon. Und das verlängern wir jetzt einfach weiter Richtung Bergheim. Dazu bauen wir natürlich erstmal wieder Gleise. Diesmal schalte ich gleich die Oberleitung aus. Wir schauen wieder, dass wir auf die 120 km/h Streckengeschwindigkeit kommen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie ich fahren muss. Jawohl. So, weiter fahren wir. Dann fahren wir an dem Betrieb vorbei, den wir dann eventuell anschließen können. Na, wie fahren wir denn? Muss ich wohl stückeln? Wir haben ein schön flaches Gelände hier, deshalb brauchen wir auch nicht viel Terrain abreißen bzw. abändern. Schön am Betrieb vorbei, den wo wir dann später mal anschließen können mit einem kleinen Nebengleis. So, bis hier. Schauen wir mal, wo wir am besten den Bahnhof dann hinsetzen. Ich würde sagen, den Bahnhof, weil wir wollen noch weiter nach Elstra hoch. Den setzen wir hier hin, wo, dann reißen wir die mal ab. Dann haben wir ein bisschen mehr Fläche. Türenangleichung machen wir hier, damit es sauber aussieht. So, dann nehmen wir einen Durchgangsbahnhof, einen Kopfbahnhof brauchen wir nicht. Mit zwei Gleisen reicht. Wir machen wieder 200 Meter, Oberleitung machen wir nein. Wir haben ja gesagt, wir haben keine Oberleitung in 1913, wo wir uns jetzt gerade befinden. Dann würde ich mal sagen, bauen wir den, oh, jetzt kam hier wieder eine Straße zu, aber den nutzen wir gleich für unseren Bahnhof. Drehen wir noch ein bisschen, oder? Ah
andere Richtung. Da wird dann später ein Bahnübergang gebaut, wenn wir weiter nach Elstra gehen. Na, ich glaube, das ist zu steil, oder? Nö, warte, wir müssen ja sowieso von unten kommen. Das passt. Dann schließen wir mal den Bahnhof ans Gleis. Schön mit 120 Geschwindigkeit, das passt. Schön flach hier alles. So, dann schließen wir das ans rechte Gleis an. So, hoppala, rechtes Gleis, genau. Angeschlossen. So, dann gehen wir wieder zurück. So. Jawohl. Wie gesagt, ich baue lieber gern gleich zweigleisig, damit man später bei mehr Zugaufkommen nicht gleich alles abreißen müssen in den Städten oder auf der Strecke, weil wir kein zweites Gleis daneben hinbekommen. Jetzt müssen wir doch bald da sein. Hier sind ja schon die zwei Bahnübergänge von den Feldwegen. Jawohl, da sind wir schon. So, schon sind wir verknüpft. Ja. Dann setzen wir am besten gleich unsere Blocksignale. Oh, da kommt gerade der Zug aus Bad Wildheim bzw. aus Glashütte. Setzen wir gleich unsere Blocksignale. Hier noch eins hin. Zack. Hier noch eins hin. Zack. Und hier kommt ja schon unser Bahnhofsvorfeld. Da müssen wir noch eine Weiche einbauen, damit man auch kreuzen kann zur Not. Beziehungsweise im Moment ist es ja ein Endbahnhof, dass wir wieder auf unsere Streckengleise kommen. Dann setzen wir noch die Ausfahr- und Einfahrsignale. Einfahrsignal machen wir ein schnelles hin. Ausfahrsignal können wir auf der rechten Seite mit HP1 einflügelig fahren. Und Ausfahrt auf der anderen Seite Richtung Bad Frankenhausen. Hoi, was kommt jetzt da? Ich muss noch ans Netz anschließen. Mama. Ausfahrt zweiflügeliges Signalbegriff mit HP2 dann. Ist doch schon angeschlossen, die Straße. Oh, guck mal, eine neue Lok gibt es jetzt dann bald. Da wird auch schon fleißig gebaut, aber ist schon angeschlossen ans Netz. Komisch. Vielleicht hat die Stadt die Straße selbst verlängert. So, dann bauen wir gleich mal einen Busbahnhof hin. So, dann würde ich mal sagen, bauen wir hier auch wieder so eine Wendeanlage hin. Dazu machen wir erstmal wieder die Straßen ein bisschen kreisförmig, damit unsere Busse ordentlich fahren. Da fahren wir am besten hier hin. Die tun wir dann gleich noch erweitern, aufbessern die anderen Straßen. Machen wir gleich die Innenstadt auch. Ein bisschen breitere Straßen. Hier oben setzen wir auch gleich noch eins hin, dann können noch ein paar Häuser gebaut werden. Jo, dann setzen wir mal wieder hier außen unseren Wendekreis hin. Hier drüben oder eher rechts. Machen wir hier erstmal noch einen Bogen fertig. Genau. So, machen wir wieder eine kleine Sackgasse rein oder nicht? Verlängern wir hier das kleine Stück und da bauen wir unseren Sackbahn, unsere Wendeanlage hin. So, drehen, anschließen. So, und klick. Dann brauchen wir noch unser Fahrzeugdepot. So. Genau. Prima.
wir die Buslinie auch gleich. Setzen wir erstmal ein paar Haltestellen. Wir fahren am Bahnhof los, dann fahren wir am besten hier hoch. Nehmen wir die kleine Seitenstraße hier. Ist schön zentral von den umliegenden Häusern her. Dann würde ich mal sagen, fahren wir hier lang. Na, wo setzen wir es hin hier? Dann fahren wir hier durch. Dann fahren wir hier rechts durch. Dann, falls Häuser gebaut werden, würde ich sagen, setzen wir hier noch Haltestellen hin. Und hier in unserem neuen Bogen setzen wir auch noch eine Haltestelle hin, falls eben hier gebaut wird an Häusern, dass die Fußgänger bzw. die Einwohner nicht so weite Strecken zu den Bushaltestellen haben. Machen wir gleich eine neue Linie. Wir machen die wieder grünlich. So, dann fügen wir mal die Haltestellen hinzu. Wir fangen an am Bahnhof. Fahren dann am besten hier rein. Fahren dann hier rüber. Nehmen wir gleich die neue Haltestelle mit dem Neubaugebiet, wenn eins kommt, mit. Dann fahren wir hier durch, dann fahren wir hier rechts rüber. Dann fahren wir hier durch und dann zur Wendeanlage. Und das Ganze wieder zurück. Jawohl, perfekt. Hier noch. Da noch. Hier noch. So, und noch eine Haltestelle. Wo ist sie denn hier? Und die 1 ist ja automatisch wieder dann der Bahnhof. Ja, prima. Sieht doch schon mal gut aus. Ja, Leute, das soll es dann mal wieder gewesen sein für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr Kommentare da lasst, wie es euch gefallen hat, was wir besser machen können. Tut mir leid, dass der Ton heute nicht geklappt hat. Beim nächsten Mal werde ich ein bisschen besser aufpassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Die nächste Folge gibt es in 2-3 Tagen wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss, macht's gut.